So, ein wunderschön. Jetzt willkommen zur neuen Folge. Wir haben heute schon Dienstag. Gestern waren wir nur in Halle. Und das Wetter war katastrophal. Es hat nur geregnet, zumindest in Halle. Und mir war gestern nicht nach Film. Ich habe auch ziemlich Stress im Moment, weil wir zu Hause einen Ringtausch machen bei meiner Freundin in der Wohnung. Also das Schlafzimmer mit Kinderzimmer und Pipapo getauscht. Da ist im Moment Großbaustelle. Ja, ich habe noch nicht mal geschafft, das Video so unbedingt fertig zu schneiden. Also ich habe das erst jetzt, heute Nacht habe ich das erst hochgeladen. Also vom Montag zu Dienstag die Nacht. Tut mir leid, dass es ein bisschen später kam, aber ich habe partout keine Zeit. Wie ihr sehen könnt, ich bin immer noch nicht rasiert. Ich sehe immer noch aus wie ein Waldschrat. Ja, wir sind hier auf der A9. Ich bin gerade von der Stunde aufgestanden, deshalb habe ich noch ein bisschen das Kissen auf dem Kopf. Und bin erstmal eine Stunde gefahren, um überhaupt wach zu werden, weil ich die letzten zwei Tage nur im LKW schlafen konnte und zu Hause nicht wirklich Zeit dafür hatte, weil wir auch immer so früh losgefahren sind. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Weißenfels oder Weißensee. Die Weißensee ist in Berlin. Weißenfels, das ist unterhalb von Leipzig. Dann haben wir noch vier weitere Kunden, glaube ich. Ich habe noch gar nicht aufgeguckt, ich weiß nur den ersten. Ja, ich will mir jetzt noch ein bisschen frisch machen und dann fahren wir zum ersten Kunden. Dann werden wir die mal aufladen, ne? Selbst mein Handkreuz ausvergessen. Losgefahren wie ein Friseur. So, kann ich so unter die Menschheit treten? Oh ja. Werden es wohl aushalten. So, Waschbecken wegpacken. So, angekommen beim ersten Kunden, da haben wir schon das erste ganz dicke Problem, weil da soll das hin. Ja, mal gucken. Das ist hier der schöne Weg. Und da fehlt Carsten. Also auf dem Weg kannst du Tische und Schränke nur mit dem Panzer transportieren. Und wir haben hier 3 Tonnen. Aber Gott sei Dank kommen noch 4 Mann von denen, sonst hätten wir ein richtiges Problem. So, Carsten versucht sein Glück alleine. Sagt er will das alleine probieren. Carsten, das sieht viel zu gut aus. Das sieht viel zu gut aus. So, wir sind fertig beim ersten. Das Abladen ging nachher, weil wir waren zu 6 insgesamt. Und die Jungs haben das alles reingetragen, vorne in den Haupteingang. Und daher mussten wir nicht viel anfassen und die waren hochmotiviert, waren die. Ja. Ja, einen Verlust hatten wir auch zu verzeichnen, die Lehrling, wie immer. Erster Einsatz, gleich Finger im Arsch. Tja, für die Binnenweile. Ja. So, wir haben heute 1, 2, 3, 4, 5 Kunden. Wir haben jetzt angefangen in Weißenfels. Jetzt fahren wir nach Pegau, das ist bei Leipzig. Dann fahren wir nach Markleberg, wo auch immer das ist. Dann fahren wir nach Leipzig und dann noch nach Petersberg. Und dann geht's wieder nach Hause. Markleberg unter Leipzig. Markleberg. Ich versuche immer wieder eine Karte einzutickern, dann könnt ihr mal gucken, wo wir bald waren. Ja, gut.
Viel Spaß. Du kannst ja nachts übernachten hier, also ruhiger. Kannst überall stehen. Ruhiger ist das nicht, das wird nicht. Gut, die Bahn ist hier, ne? Kannst überall stehen. Fährt mein Weg. So, wir sind jetzt hier in Leipzig. Auf so einem ehemaligen Kombinatsgelände und suchen hier eine Montagefirma. Wir sind hier schon bei 8 gedreht hier auf dem Vorkriegshof hier. Hier sieht das aus, Junge, Junge. Ja, mal gucken, ob wir den finden. Da haben wir 3 Platten, die müssen wir runterschmeißen und dann fahren wir noch. Wo fahren wir denn noch hin? Dann fahren wir noch nach Petersberg, Ortsteil Moor. Da laden wir den Rest ab und dann geht's auch schon nach Haus. Carsten sucht. Seht ihr ihn? Im Spiegel. Gucken, ob er fündig geworden ist. So, ja, wir haben ihn endlich gefunden. Es gestaltete sich auch ein bisschen schwierig, die Anfahrt, weil hier eine Baustelle ist. Deshalb kamen wir in die reguläre Einfahrt hier rein, mussten einmal gefühlte 50 Kilometer um den Bahnhof rumfahren in Leipzig, um dann hier auf das Gelände zu kommen, das ehemalige Gelände der Deutschen Reichsbahn. Und das ist alte Palmeck-Tradition, den Montagebetrieb hier erstmal zu suchen. So, jetzt haben wir ihn gefunden und jetzt erzählt er uns, dass er bald zumacht, weil er in Rente geht. Also durften wir das auch nochmal abfassen. Nicht wahr? Hier nach Möhl durchzudringen. Da ist eine Baustelle, da wird die Straße neu gemacht. Eben haben wir versucht, von der anderen Seite reinzufahren, aber das hat eher weniger funktioniert. Ja, nun kommen wir von hier und es sieht auch nicht besser aus. Müssen wir mal gucken. Hier soll das sein? Jo, angekommen beim letzten. Schön ruhig hier, jetzt wo die Baustelle ist. Schön idyllisch. Kein Auto, kein nix oder ganz wenig Autos. Ja, wir sind hier gerade am Abladen. Haben schon fast alles runter. Ich habe mir nur eben schnell halt vergessen. Ich habe eben mal schnell vergessen, die Tür zuzumachen. So. Jo. Ja, da hinten müssen wir das hinbringen. Sind noch gleich fertig. Auflieger ist schon leer. Ne? 2 Tische, 1 Schrank noch. Und dann geht es auch schon in die Feierabend. Morgen ist Mittwoch, morgen haben wir frei. Oder wir müssen erst 22.45 Uhr, glaube ich, starten zur nächsten Tour. Die geht nach Belgien und nach Holland. Und dann sind wir Freitag irgendwann wieder zurück. Wir müssen uns aber sputen, oder ich möchte mich gerne sputen und so viel schaffen wie möglich, weil meine Freundin hat am Freitag Geburtstag und ich möchte nicht erst so spät nach Hause kommen. Ja, mal gucken, ob diese Mission klappt. Hallo Carsten. Ja, fast geschafft. Ja, ich komme gleich mit den Tischen hinterher, ne? Alles gut. Jo. Wo ist hier der Code? Ja, ich werde auch, weiß nicht, ob ich noch was filmen, quatschen werde ich nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr zu quatschen. Ich werde nachher noch ein bisschen Landschaft filmen. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen Zeit haben, wie sind wir überhaupt im Plan? Halb 8 schon wieder spät. Sonst, wir fahren ja zurück bei Stendal. Da gibt es so einen schönen Parkplatz an der Elbe. Da würde ich gerne mal meinen Rubschrauber, wie ich als Kind mir gesagt habe, meinen Rubschrauber fliegen lassen.
Ja, das Wetter ist gut. Oder die Wolken sind aufgerissen, nicht die Sonne, so wie im letzten Video. Warm ist es auch. So, wir sehen uns morgen. Haut rein, schönen Feierabend. So, ein wunderschön. Wir sind hier in Belgien, in Heis op de Berg, beim ersten Kunden. Oder wir suchen den ersten Kunden, wir finden ihn nicht. Bei Google Street sieht man hier ganz viele Werbeschilder von diesem Kunden. Aber die stehen alle nicht mehr da, wo sie im Internet zu sehen sind. Und ja, wir haben jetzt hier schon ein paar Achten gedreht und das soll irgendwo bei dieser Halle sein, ne? Carsten ist jetzt mal fragen da, die Leute. Ja, und unser Dispo hat auch schon geguckt, bei denen steht bei der Firma dauerhaft geschlossen. Dann kann er noch spannend werden. Ja, mal gucken, ob wir was finden. 400 noch was, ich glaube fast 500 Kilo kriegen die. Also wenn wir die nicht loswerden, dann, naja. So, Carsten hat was rausgefunden. So, den ersten Kunden haben wir dann abgeladen. Wir haben ihn dann auch gefunden. Am Klingelschild für Lkw-Fahrer stand ganz groß der Firmenname dran. Denn so groß. Ja, die haben vor einer Woche oder vor einem Monat irgendwie ihren Namen gewechselt und das konnte nur keiner ahnen, dass wir das nicht wussten oder Peinberg das nicht wusste. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Brüssel, da dürfen wir auch mal hin. Super, wir freuen uns total. Mitten in die Stadt zum Goethe-Institut oder irgendwie sowas. Da, ja, es geht schon gut los, wir stehen im Stau, sind noch nicht mal in Brüssel. Ja, mal gucken, wann wir da ankommen. So, wir sind jetzt hier in Brüssel und laden hier beim Goethe-Institut ab. Mann, hab ich einen Bart, Alter. Junge, Junge. Oh. Vorschriftsgemäß die Straße abgesperrt. Mit zwei Kegeln, damit uns hier keiner raufraucht. Die fahren hier nämlich alle ganz schön wie die Abdecke. Da geht rein. Es wusste mal wieder niemand Bescheid, dass wir kommen. Oh, jetzt habe ich Carsten die Bühne geklaut und seine Schränke. So, wir werden noch ein bisschen abladen, ne? Habe ich dir die Bühne geklaut? Goethe war gut, Mann, der kommt der Reihe. Du meine Räume da. We'll be right back.
So, fertig abgeladen beim Vorletzten. Der hat nur einen Tisch bekommen und der Kunde davor auch. Deshalb brauchte ich da nicht viel filmen, weil ein Tisch. So, ich kann euch auch mal erzählen, wo wir heute überall waren. Angefangen haben wir in Heist ob de Berg. Heist haben wir zwar gefunden, aber den Berg nicht. Oder hast du den Berg gesehen? Ich auch nicht. Dann waren wir in Brüssel, dann waren wir in Deinze, in, oh Gott, Kortrijk. Und jetzt fahren wir nach Wommelgem. Wommelgem. So, morgen fahren wir noch nach. Boah, das wackelt hier. Ich kann da kaum was lesen hier. Du Mann. Oha, Wilrijk oder sowas in der Art. Dann fahren wir noch nach Weert, dann fahren wir noch nach Bree und nach Roermond. Das ist nachher in Holland. Wie viel haben wir eigentlich in Holland noch? Also morgen der erste, der ist nur in Belgien und dann haben wir noch drei in Holland. Ja, ich versuche mal wieder die Karte einzublenden, damit ihr ein bisschen den Durchblick habt. Jetzt haben wir noch. Einen haben wir noch, da laden wir 63 sagenhafte Kilo laden wir da. Was kriegt der denn? Der geht ja auf den Tisch. Heute ist Tischtag. Kriegen alle nur Tische, immer nur einen. Jo, wir haben Feierabend. Wir stehen hier auf irgendeiner Autobahn kurz vor Antwerpen. Da Carsten seinen Spezialparkplatz, wo er schon zweimal überfallen wurde. Ja, bei mir gibt es heute Nudeln mit Tomatensauce. Das ist der Rest vom Schützenfest, wollte ich gerade sagen. Das ist hier. Ich hatte zwei Portionen davon oder hatte meine Frau mir gemacht. Das ist jetzt Nummer zwei. Für nächste Woche muss ich mir wieder was Neues einfallen lassen. Aber ich hatte auch schon eine Idee, aber die werde ich noch nicht verraten. Es hört auf jeden Fall mit Salat auf. Ja, morgen haben wir noch einen in Belgien hier um 9 und ich glaube 3 in Holland noch. Aber ich glaube, das hatte ich schon im Laufe des Videos erzählt. Wie spät haben wir das überhaupt? Ich weiß das gar nicht. 17 Uhr ist das. Ja, mein Laptop habe ich auch vergessen. Von daher. Nichts mit Video schneiden oder ein bisschen Computer spielen. Dann werde ich mir halt ein bisschen YouTube angucken. Ja, scheint auch genießbar zu sein. Ja, Carsten ist ein bisschen obrecht. Ich weiß auch nicht warum. Der will morgen hier dick umladen. Das hat er ja noch nie gehabt. Dass er umladen wollte, weiß auch nicht.
was mit High los ist. Schatz, da war eine Zwiebel eben. Ah, ich glaube, das reicht jetzt hier. Was ein Stress. Und ich werde mir jetzt schön was reinschaufeln. So, denn Mahlzeit. So, ein wunderschön. Wir haben es 7.30 Uhr, wir sind gerade aufgestanden oder wir haben es gerade fertig gemacht, sagen wir so. Ja, wir stehen in Belgien auf Raststätte. Das ist tierisch laut hier. Ich verstehe es dein eigenes Wort, ne? Wenn du draußen bist. Guten Morgen, Carsten. Morgen, Carsten. Morgen, Jungs. Ich musste mir erstmal was Süßes kaufen, weil ich hatte kein Kleingeld für die Toilette. Was, du musstest dir was Süßes kaufen? Ja, ach, du. Was anderes kaufen. Scheiße, das passt ja gar nicht. Das passt kein, ja gar nicht in die Diät. Kein Kleingeld, du. Scheiße. Ja, dann macht Carsten heute einen Shit-Day. Ich geb dir auch was ab. Kann man ja auch mal machen. So, Carsten hat ja heute Morgen mal die Klo getestet und gestern auch schon, ne? Ja, gestern auch schon, aber es ist hier wirklich Katastrophe. Also die Klos sind hier nicht toll. Außerdem hat er heute Morgen kein Kleingeld, da muss er sich erstmal was Süßes kaufen. Ja, irgendwas. Und Gott sei Dank hat er sich schnell entschieden, weil dann war die Kasse nämlich ziemlich voll. Und Carsten hat keine Zeit. Keine Galle mehr. Hätte es ein bisschen länger gedauert, denn ja, wäre der Koffer voll gewesen an der Kasse. Ich möchte diese Probleme nicht haben. So, ersten Kunden in Holland auch schon abgeladen, also der zweite für heute. Das läuft wie ein Länderspiel, alles geht ruckzuck, auch heute Morgen beim ersten. Da hatten wir nur 6 Tische, die haben wir ganz schnell abgeworfen im Vorbeifahren. Und ja, jetzt haben wir noch 2, ne? 2 in Holland noch. 33. So, wir waren jetzt beim vorletzten Kunden. Aber wir haben uns zwar geirrt, ich muss mir noch mal anschnallen. Wir haben uns geirrt. Von wegen 3 Kunden Holland, wir sind jetzt wieder in Belgien. Also waren wir eben heute Morgen in Belgien, dann sind wir nach Holland gefahren, jetzt sind wir wieder nach Belgien gefahren und jetzt fahren wir wieder nach Holland und dann fahren wir nach Deutschland. So, angekommen beim letzten. Endlich geschafft. Ein Tisch an Rollcontainer, wer ist das nicht?
Boy fährt immer hoch. Barbara. So, das war's auch schon. Dit und dit. So, fertig. Carsten räumt noch auf. Es geht nach Hause. So, letzte Runde abgeladen. Jetzt wollen wir uns noch irgendwo einen Gehacksteff holen, weil uns knurrt so ein bisschen der Magen. Ja, und dann fahren wir auch nach Hause. Ich habe jetzt bestimmt schon 20 Mal gesagt, dass wir nach Hause fahren und immer zu Hause, zu Hause. Ja. So, alles bereit? Alles fertig. Lass uns nach Hause. So, Wochenende, wir haben es geschafft. Man kann mich gar nicht richtig sehen. So kann man mich sehen. So. Im Licht. Sonst bin ich im Schatten. Ja, 21 Uhr. Früher war nicht drin. Es war viel zu viel Stau. Also heute standen wir noch im Stau. Das war ja, finde ich, heute einer der stauträchtigsten Tage, die wir, glaube ich, hatten mal an einem Freitag. Ne, heute war echt viel, oder? Ja, nächste Woche geht es für uns beide in ein neues Land. Das verraten wir aber noch nicht wohin. Also in dem waren wir weder privat noch beruflich. Und das ist auch, glaube ich, von den Kilometern her die längste Tour, die wir bis jetzt gefahren sind. Also Italien war nicht so weit, wo wir da in Bozen waren. Das war nicht ganz so weit. Ja, wir sind schon gespannt. Sonst können wir nur sagen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Kommentieren, liken und abonnieren nicht vergessen. Folgt mir auch auf Instagram, dann könnt ihr ab und zu mal ein paar aktuelle Bilder sehen. Ich pflege das zwar nicht sehr gewissenhaft, aber ab und zu passiert da doch mal was. So, denn ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.